Also, es ist Montag, wunderbares Wetter und ja, also die Leute, wenn sich das rumgesprochen hat, einmal wunderbar, spazieren gehen ist gesund, das ist ganz, ganz wichtig. So, also Polizei ist natürlich auch da. Moment. So, also wunderschöner Spaziergang, Wetter, klasse, das ist ja fast ein... Das ist ja, das kannst du ja an Kaiserwetter hier. Das ist ja Wahnsinn. So, also, jetzt habe ich erst einmal hinten an den Pavillon die Basis, die bezahlt GEMA-Gebühren für ihre Lieder. Und wenn ich dort vorbeigehe und da ist Musik drauf, wenn man eine Berichterstattung macht und dort vorbeigeht, ist das eben so. Aber muss man sich mal vorstellen, bei mir sind dann Verdacht auf Urheberrechte oder wegen Urheberrechte wird dann mein Kanal oder das Video gelöscht und der Kanal erstmal 7 Tage gesperrt. Also ich bin bis morgen wahrscheinlich 14 Tage gesperrt. Das sind 2 Sachen. Einmal wegen medizinischer Falschaussage, angeblicher, weil ich das wiederholt habe, was der Herr Lauterbach, also unser Gesundheitsminister, in Dalkrunden gesagt hat. Und ich weiß, was ich gesehen und gehört habe. Ne? Also nur mal so am Rande. So wird umgegangen mit Demokratie, Meinungsfreiheit im angeblich besten Deutschland aller Zeiten. Alles nur noch krank, was hier abgeht. Und ich freue mich aber trotzdem, dass etliche Leute hier wieder zusammengefunden haben. Und ja, Polizei natürlich auch. Also Polizei, dein Freund und Helfer. Ihr habt es im letzten Video gesehen, was dort passiert ist. Also das hat mit Freund und Helfer nichts zu tun. Ja, also traurig, was hier im besten Deutschland aller Zeiten so abgeht. Einfach nur krank. Einfach nur krank. So, also die erste Schikane scheint hier schon wieder eingetroffen zu sein. Absolut. Was hier abgeht, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal hier, was hier abgeht. Ja, also jeder Zutritt zum also in die Nähe von einem Rathaus ist hier oder wird hier unterbunden. Muss man sich mal vorstellen. Ja, also das ist Bürgerfreundlichkeit vom Feinsten. Da werden sogar die Pinguine verrückt. Also sagenhaft, sagenhaft, was hier abgeht. Ist nicht normal. Eine Schikane nach der anderen. So sieht's aus, hallo. Ja, also das nennt man Bürgernähe. Bürgernähe, grüß dich, hallo. Das ist Bürgernähe hier. Hier geht's nicht weiter. Das ist Wahnsinn. So. Das ist Bürgernähe, hier ist alles abgeriegelt, hermetisch abgeriegelt, das ist Wahnsinn. Und das alles im besten Deutschland aller Zeiten. Also, Polizei, dein Freund und Helfer, im letzten Video habt ihr es gesehen. Absolut, was hatte ich gesagt? Schande, Schande, Schande war das. Eine Schande, Wahnsinn. Ja, also abgeriegelt wie Fort Knox. So sieht's aus hier im besten Deutschland aller Zeiten. Dass die Polizisten sich früh in den Spiegel schauen können oder beziehungsweise, wenn sie in den Spiegel schauen, in die Augen schauen können. Ja, die Frage, die stelle ich mal hier in den Raum oder hier auf die Straße. Absolut. So, also wie gesagt, alles was hier, jede Straße, die hier zum Rathaus führt, ist abgeriegelt. Also man muss ja da vor dem ganz normalen Volk, also Spaziergängern, muss man ja eine Angst haben, hier in diesem Lande, im besten Deutschland aller Zeiten. Also, da beißt sich irgendwas. Also, wie gesagt, was die Medien uns hier rüber suggerieren und was die Wirklichkeit ist. Also, das ist, ja, also, das passt irgendwo nicht so richtig zusammen. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja, und wenn man dann Leute wegen Volksverhetzung ranbekommen möchte, müsste man eigentlich gleich Geschichte verbieten. Also das Fach Geschichte dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. Also wenn man eigentlich das eine will, muss man das andere dann natürlich auch wollen. Ganz normal, so sieht's aus. So.
So, also wunderschöner Spaziergang heute wieder. Latte, sehr schön. Und wie bitte? Nee. Moment. Ja, also hier ist auch alles abgeriegelt. Hier wird es auch eventuell zum Rathaus gehen. Also das ist nicht erwünscht im besten Deutschland aller Zeiten, dass die Bürger, die ihre Steuern bezahlen, die hier spazieren gehen, mal auch vors Rathaus gehen können. Ist leider nicht gewünscht. Traurig. Der Andi fährt auch da. Die dürfen sogar die Fahne schwenken. Einmal frei. Da passiert gar nichts. Genau. Dürfen die auch. Also uns passiert nichts. Siehe Leipzig, genau. Ja. Also alles nur noch krank. Wie bitte? Hast du meine Zigarette? Nee, ich bin nicht trauer. Ja, leider. Ja, also denn ich kenne gerade hier hinten der nicht. Aber ja, also wisst ihr jetzt nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. So, ja, hier ist ein bisschen Schatten, wunderbar. Also so ein schönes Wetter, absolut. Schöner blauer Himmel, aber es ändert an der Tatsache nicht, wie hier mit den Spaziergängern umgegangen wird. Schikanen ohne Ende. Mal sehen, was hier vorne noch ist, wenn es an der Zendi vorbeigeht eventuell. Wir werden das sehen. Ja, Leute, das beste Deutschland aller Zeiten. Die Polizei, dein Freund und Helfer, man hat das im letzten Video gesehen. Einfach nur noch krank, aber wie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob wenn jemand krank ist, dass man dann die Leute heilen kann, aber naja, gut, das ist eine andere Geschichte, das werden wir heute nicht so richtig mit, zumindest diese Frage werden wir nicht beantworten, aber es ist schon mal schön, dass ich sie mal stelle. Also, wo Meinungsfreiheit und Demokratie draufsteht, muss man doch auf jeden Fall sowas mal fragen können. Nur mal so am Rande. Ja, also die Leute haben natürlich wieder ihre Musikinstrumente mitgebracht. Klingt wirklich wunderbar. Das sind ja richtige Ohrwürmer. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, also ich erzähle das nochmal von Anfang an. Wenn man mehr und die Mehrheit der Leute weiß, dass hier gewaltig was schief läuft, viele sagen, hier läuft alles schief. So, und wenn man das an die Öffentlichkeit bringen möchte, will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Demonstration anmelden, spazieren gehen. Und wenn Demonstrationen angemeldet wurden mit diesem Deckmantel-Infektionsschutzgesetz aus einer Stadt von 242.000 Einwohnern, wurden 10 bis 15 Leute zugelassen oder Demonstrationen einfach verboten vom Oberlandesgericht Bautzen. Und wie gesagt, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, spazieren zu gehen. Und das friedlich in einer Demokratie, angeblichen Demokratie, demokratisch und wo eine Meinungsfreiheit herrscht. Das ist eigentlich Grundgesetz und das Grundgesetz, weil es eben Grundgesetz heißt, ist von Grund auf eigentlich nicht mit einem Infektionsschutzgesetz zu überstülpen. Nein, es muss ein Gesetz sein, welches frei ist. Aber viele, die Videos gesehen haben, haben das in Dresden, in Berlin schon gesehen. Wenn Leute da stehen mit dem Grundgesetz auf der Brust, die werden kriminalisiert. Muss man sich mal vorstellen, in dem besten Deutschland aller Zeiten, was es je gegeben hat. Einfach nur, ich muss es wieder sagen, nur krank. Krank, krank und nochmals krank. Ja, also ich habe auch sogar, also es gibt Leute, die haben das mit sich oder führen das mit sich. Also das ist besser eigentlich wie ein Personaldokument. Ja. Manche sagen ja Personal. Personalausweis. Nein, das ist ein Person. Genau. Zum Abhören. Richtig. Aber wunderbar, wunderbar, das Wort Grundgesetz ist gefallen und hier haben wir es auch. Super. Sehr schön. So muss es sein. Vielen, vielen Dank.
So, also der Spaziergang ist natürlich heute das Beste hier. Das Beste heute hier in Chemnitz. Und hier vorne ist wieder eine Schikane, also im besten Deutschland aller Zeiten. Hier wird alles zugemacht. Also der Bürger, der Steuern bezahlt, der hier auf der Straße ist, der darf nicht mal Richtung Rathaus laufen. Also das ist der Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Die Leute, die hier Steuern bezahlen, dass andere Leute, die im Rathaus sitzen oder in Dresden oder in Berlin oder in Brüssel, das Geld praktisch zum Fenster rausschmeißen oder sogar für Kriege verwenden. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind sogar ehemalige Pazifisten bei den Grünen, die keine Gewalt, keine Waffen, keine Kriege haben wollen. Die sind jetzt Vorreiter. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das das beste Deutschland aller Zeiten? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, aber sehr schöner Spaziergang hier in Chemnitz. Die Leute, die sind voller Elan. Sehr schön, haben natürlich ihre Wanderschuhe wieder geschnürt. Das ist immer schön, dass die Leute die Schuhe immer dorthin stellen, dass sie sie ganz schnell haben. Wenn sich das wieder mal rumgesprochen hat, dass mal ein schönes Wetterchen ist oder die gute Zeit ist zum Spazieren gehen, einmal frei. Hat mir schon ein Leder. Hallo. Grüß dich. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ja, wunderbar. So, also wunderbar hier, sehr schön. Die Leute, die haben jetzt schon ein paar schöne Runden gedreht hier in Chemnitz. Also bis zum Rathaus kommt man nicht. Das ist wie Fort Knox abgeriegelt. Also wahrscheinlich will man die Bilder nicht haben, dass die Steuerzahler, die hier auf der Straße sind und hinweisen, dass hier gewaltig oder manche sagen auch alles schief läuft, zum Rathaus kommen. Also hat man wahrscheinlich doch ein bisschen Angst, aber es sind friedliche Leute, die hier spazieren gehen. Und was will man mehr? Aber die Leute, die gehen ja nicht nur für sich selber, sondern auch für ihre Kinder, für ihre Enkel und für ihre Urenkel auf die Straße, weil sie nicht wollen, dass so eine Gesellschaft, so ein Staat, so ein System im Prinzip übertragen wird auf unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder. Und das ist, denke ich mal, in einer Gesellschaft legitim. Also Leute, legitim ist das. Punkt. So, jetzt sind wir natürlich wieder hier, was ich letztens auch schon mal gesagt habe, freie Presse, die war zu DDR-Zeiten nicht frei und jetzt schon gleich gar nicht. Also hat mit frei nichts zu tun. Ja, die nennen sich nur so. Also man wird ja auch vergaukelt und versteinmeiert mit den bestimmten Sprüchen. Ja, also das beste Deutschland aller Zeiten. Und was hat der Gauck mal gesagt? Ja, also die Bürger oder die Bevölkerung ist das Problem, nicht die Politiker. Also da fällt einem nichts mehr ein. Einen Souverän, das Volk ist der Souverän und normalerweise auch ein Herr Steinmeier, ein Gauck, sind die Angestellten, nichts anderes. Und nicht Lobbyisten, sondern Angestellte. Nur mal so zum Mitschreiben, zum Mithören. Ja, so sieht's aus. Also trotzdem ein schöner Spaziergang hier in Chemnitz. Ja, was ich nochmal mit ansprechen wollte, vorige Woche, die Leute haben sich verabschiedet, wollten nach Hause. Und was ist passiert? Drei Leute sind erstmal festgenommen worden, Personalien und allen drum und dran sind dort also Fotos gemacht worden, also polizeiliche Maßnahmen sind da vollstreckt worden, muss man sich mal vorstellen. Das auch im besten Deutschland aller Zeiten ist einfach nur noch krank. Einfach nur noch krank. Mal sehen, was heute abgeht hier in diesem Chemnitz. Ja, eine der drei größten Städte in Sachsen. Nur mal so, wer das Video eventuell sieht, der jetzt nicht weiß, wo Chemnitz liegt. Aber ich denke mal, die meisten wissen das. Ja, wunderbar, ja. Spazieren gehen ist und bleibt gesund. So, also Spaziergang ist zu Ende. Wunderbar, heute auch wieder mit vielen Leuten unterhalten. Ja, hier oben haben wir sogar ein bisschen Mond. Ja, Leute. Ja, also die blau-weißen
Staatskarossen, die sind immer noch überall. Ist alles noch abgesperrt hier. Muss man sich mal vorstellen, was hier von Angst ist, dass die Leute irgendwie nicht in die Nähe vom Rathaus kommen. Also fällt einem nichts mehr ein. Ja, also mit den Bildern möchte ich mich erst einmal verabschieden. Macht's schön gut. Man hört und sieht sich spätestens morgen vorm Rathaus bin ich. Dort ist was angemeldet. Und ja, macht's schön gut. Bis morgen. Und einen schönen Abend. Tschüss.